Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich euch mal einen Film zeigen, wo ich meine zwei größten Regenbogenforellen gefangen habe. Ich war Ende April am Wasser und suchte die Wasseroberfläche nach umherziehenden Fischen ab. Und es zeigten sich auch welche. Da ich keinen Rückwurf machen konnte, musste ich versuchen, mit dem Rollwurf annähernd an die steigenden Fische hinzukommen. Immer wieder zeigten sich Ringe an der Oberfläche. Ich versuchte, die Nymphe möglichst nah zu präsentieren. Und nun kam der Biss. Ich merkte sofort, dass es etwas Größeres war. Oh, Monster. Immer wieder zog mir die Forelle Leine von der Rolle. Die ging ab wie eine Dampflok. Das ist eine Regel. Sie war noch nicht bereit zum Keschern.
Langsam könnte es klappen. Doch sie hatte immer noch ausreichend Kraft. Na komm schon. Zentimeter lang und über 4 Pfund schwer. 20 Minuten später hatte ich wieder einen gewaltigen Biss. Das könnte wieder eine 65 cm plus Forelle sein. Nimmt mir auch wieder laufend Schnur von der Rolle. Wie ihr hier seht, drehe ich meine Gespliste auf den Rücken, um einen Gegenzug auf den Bambus zu erzeugen. So, langsam wird sie hoffentlich müde. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich über einen Daumen-Like nach oben freuen
oder über einen netten Kommentar.